Liebe Freunde der seichten Unterhaltung, ich befinde mich hier als persönliches Menschlein auf zwei Beinen in einem Hochnebelgebiet am äußeren Kreis des Landkreises Miesbach, Oberbayern. Und hier wächst der wunderbar wilde Kohl. Alles wild, wild gewachsen, hat keiner ausgesehen. Das ist der Aushub aus einer Baugrube. Es ist Oktober. Das Datum ist der so und so vielte. Irgendwas mit 20. Ich habe nicht genau aufgepasst heute früh. Das war mir auch ziemlich geil. So, nun greife ich mir mal hier dieses wundervolle Knopfkraut. Auch Franzosenkraut. Alle Teile sind essbar. Und es ist hier im Oktober. Wer es nicht essen mag, der isst es auch nicht. Wer es isst, der isst es. Die uralte Frage. Wer ist wer? Wer ist was? Ist wer was? Oder ist was wen? Ist wer was, was er ist? Oder ist das was, was ist wer? Fragen über Fragen. Wer braucht eine Antwort? Solange das Grün grün ist, ist es nicht grün. Es ist nur eine Bezeichnung. Nun, noch als zweites Kraut. Hier darf ich lieber holen. Da ist sogar Hochnebel drauf. Es ist so feucht hier. Bilden sogar, sich sogar schon Tropfen auf der Kamera. Hier noch Tröpfel, Tröpfel, Tröpfel. Ist auch gut. Ja. Nur still. Das ist ein Baugeräusch im Hintergrund, weil da ist ja ein Haus, das wird gerade gebaut. Ich habe auch schon mal besser gesprochen, Volumen. Ich zeig mal das Haus. Ja. Nicht allzu weit entfernt, es steht ein Backsteinhaus. Denn das ist hier ein Gewerbegebiet, wo neue Gewerbehäuser für Kleinkünstler errichtet werden. Ja, sie bauen dann und schnitzen und basteln und schnüffeln und trinken und furzen und rülpsen und vögeln und singen und lachen und gedeihen in eine Zeit hinein, die ihnen bis jetzt noch nicht bekannt ist. Weil in der Zukunft gibt es sie ja schon, denn sie ist ja notwendig, damit die Gegenwart so sein kann, wie sie ist. Auf Wiedersehen auf dem grünen Planeten. Vielen Dank für das Grün. Auch wenn jetzt der Winter naht, wird es wohl noch grüne Brombeerblätter im Wald geben und grünes Moos und Weizengras auf der Terrassenbank. Nee, natürlich im Dschungel von Cayenne. Im Dschungel von Indien ist es oft noch viel grüner. Aber hier wird es vielleicht richtig schneien und kalt werden. Ich würde ja so gern in den Süden gehen, wenn ich nicht so faul wäre. Oder so ängstlich. Faul und ängstlich zugleich. Vielleicht muss ich ja gar nicht. Vielleicht ist es hier ja auch schön. Wer weiß es schon vorher. Keiner? Ich zumindest nicht. Ich und nicht ich befinden sich im selben Raum. Der Raum, in dem all das erscheinen kann, was sich als Erscheinung manifestiert und sich in sich selbst wieder verliert. Wie lange vibriert die Erde? Milliarden von Jahren? Oder auch nicht? Jetzt zumindest ist der Moment, in dem der Hochnebel
mir die Kälte in die Finger treibt. Ha, ha, ha. Also, auf schön geschaut. Aloha, Taro, Tiki Tiki. Tiki Tiki Taro. Ja. Wirklich.